1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Wenn ihr so etwas sagt, wenn ihr das Gefühl habt, eine große Schuld zu tragen jemandem gegenüber, weil ihr vielleicht irgendetwas getan habt, was der anderen Person sehr geschadet hat und ihr ein schlechtes Gewissen habt, euch sehr damit rumschlagt und ihr gerne mit jemandem darüber sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin schuld an deinem Schicksal, unser Thema heute Nacht, und die erste Anruferin heißt Jeanette und Jeanette ist 34 Jahre alt. Hallo Jeanette, guten Morgen. Hallo Domian. Hi. Ja, mein Thema ist, ich denke, mein Mann hat sich letzten Freitag das Leben genommen. Mhm. Und jetzt mache ich mir natürlich harte Vorwürfe und denke, so ein bisschen schuld zu sein, weil ich vielleicht nicht besser zugehört habe oder, naja, das vielleicht nicht bemerkt habe, wie schlecht es ihm ging. So. Er hat sich letzten Freitag das Leben genommen. Mhm. Wie hat er sich das Leben genommen? Der ist auf der Arbeit von einem Turm gesprungen. Das war kein Unfall, sondern... Nee, war kein Unfall. Mhm. Von einem Turm gesprungen? Mhm. Wie hoch war der Turm? 40 Meter. 40 Meter. Mhm. Das heißt, er war schwerst verletzt? Nee, er war gleich tot. Mhm. Mhm. Hat er irgendetwas hinterlassen? Gar nichts, überhaupt nichts. Er ist einfach vom Computer aufgestanden, wie die Arbeitskollegen mir erzählt haben, und ist, also sie haben gedacht, er geht zum Frühstück, ist losgelaufen und jemand aus dem Büro hat dann beobachtet, wie er aus diesem Turm da oben rauskam und einfach gerade zugelaufen ist und einfach gelaufen. Mhm. Hat er dir irgendetwas hinterlassen? Mhm, überhaupt nichts. Mhm. Das war ein Affekthandwerk, sage ich mal so. Mhm. Ich mache immer einen ganz kurzen Schnitt hier und gebe mal einen Hinweis an meine Regie, dass ich Stimmen auf meinem Kopfhörer höre, dass da mal irgendetwas gemacht wird. Ja. Wie lange wart ihr miteinander zusammen? 17 Jahre zusammen und 10 verheiratet. 17 Jahre zusammen? Mhm. Und überhaupt keine Anzeichen in diese Richtung gegeben in letzter Zeit? Naja, wie soll ich sagen, Anzeichen, dass es ihm schlecht ging schon, aber dass es ihm so schlecht geht nicht. Und warum ging es ihm schlecht? Naja, wir waren so, kurz erzählt, wir waren im Urlaub und er wollte alles so super schön machen und war unser 10. Hochzeitstag eben und hat dann ganz viele Sachen geplant und es war aber ziemlich stressig, weil wir haben einen großen Sohn und einen kleinen Sohn und für den Kleinen war das ziemlich stressig, so Tauchfahrt und alle so eine Sache. Und dann war er halt ganz enttäuscht, dass es nicht so toll gefallen hat. Und er hat immer gesagt, ja, wir waren in Ägypten, ja, Ägypten und das war sein Traumland und super und schön und da wollte er gerne bleiben und so. Und von da an ging es eigentlich, hat er immer so eine ganz extreme Gefühle gehabt. Also im Urlaub war er völlig euphorisch und danach und dann... Ja gut, aber das sind ja irgendwie Kleinigkeiten. Ja, genau, nee, so Euphorie und dann kam nach der großen Euphorie so ein Ding, dass er gesagt hat, ja, wir bleiben in Berlin, dann können wir jetzt auch ein Haus bauen. Dann hat er plötzlich Angst bekommen, als er die Finanzierung durch hat vor dem Haus, hat alle wieder abgeblasen und danach kam gar nichts mehr. Moment, aber gab es denn irgendwelche Anzeichen für schwerwiegende Probleme, finanzielle Probleme? Überhaupt nicht. Irgendwelche seelischen Probleme, die ihn umgetrieben haben von denen? Also er war jetzt in letzter Zeit immer sehr besorgt und immer gesagt, also er fühlte sich in allem schlecht. Er dachte, er ist ein schlechter Vater, er dachte, er ist plötzlich von sich heraus, er ist ein schlechter Ehemann. Also so. Es muss ja schon ein eklatantes seelisches Problem vorgelegen haben, sonst hätte er es nicht gemacht. Was ist denn deine Mutmaßung? Du denkst doch wahrscheinlich als Ehefrau tausend Sachen durch, was es sein könnte. Ja, ich kann es mir nicht erklären, Domian. Überhaupt nicht. Das macht das Ganze ja noch viel tragischer, ne? Wenn man als Ehefrau, als Mensch, der so lange neben einem anderen Menschen gelebt hat, so nah auch vor allen Dingen, überhaupt gar keine Idee hat, was da passiert ist. Warum? Ja, genau. Und das macht mich auch völlig verrückt. Und dann denke ich immer, vielleicht hat er mir das gesagt und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Wie war denn die Ehe? Ja, eigentlich so mit Auf und Ab wie jede Ehe, also eigentlich relativ normal. Also nichts irgendwie, dass ihr euch
extrem gestritten hättet? Gar nicht, oder? Überhaupt gar nicht. Nicht gestritten, nicht geschlagen oder sonstiges. War eigentlich eine ziemlich harmonische Ehe. Mhm. Er hat halt sehr viel gearbeitet und das machte er sich jetzt selbst zum Vorwurf. Mhm. Wir haben ihm, wie gesagt, vor 3 Jahren nochmal einen Sohn bekommen. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, und seit wir hier rausgezogen sind, dann habe ich immer nur noch gearbeitet, habe mich gar nicht mehr um euch gekümmert. So, das machte er sich selbst zum Vorwurf nach diesem Urlaub. Wie sind denn jetzt die Kinder mit diesem schrecklichen Unglück umgegangen? Oder wie gehen die damit um? Naja, der Große ist relativ geschockt und hat sich auch die Schuld gegeben, weil er ist 15, er ist halt sehr pubertär und hat gesagt, Mensch, hätte ich doch Papa gehört, wäre ich doch mal früher nach Hause gekommen und hätte ich ihm doch keine Sorgen gemacht. Achso, jetzt macht er sich auch schon Vorwürfe, dass er da irgendwie, weil er nicht gehorsam war und es nicht so gemacht hat, wie der Vater es meinte. Ja, genau, und er sagt, wäre ich doch mal, weiß ich nicht, hätte ich mal nicht die Schule geschwänzt oder am Donnerstag, bevor er das gemacht hat, hatte unser kleiner Sohn Geburtstag, der wurde 3, an dem Tag davor, und da ist der große Sohn, der hat das verschwitzt. Er sagt, scheiße, ich habe den Geburtstag vergessen und ist dann erst um 9 abends gekommen. Und für ihn war das so der Eindruck, als hätte das den letzten Schwupps gegeben, dass der Papa eben so enttäuscht ist. Hast du für dich, ich meine, das ist ja alles enorm frisch, das ist ja den letzten Freitag erst gewesen. Letzten Freitag, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Vorletzten Freitag, Entschuldigung, 24. September. Egal. Gibt es auch in dir irgendwie so ein bisschen Wut, dass er euch das angetan hatte? Na, selbstverständlich. Und dass er euch so im dass er uns im Magen hat sitzen lassen. Ja, das, nur Fragezeichen zurückbleiben. Genau. Es war einfach so, dass wir haben an dem Donnerstag, also wie gesagt, unser kleiner Sohn hatte Geburtstag und dann saß er halt hier im Bett und sagte, ja, er fühlt sich nicht und seine Welt ist am Ende und er kann es mir nicht erklären, er hat halt das Gefühl, aus der ganzen Linie versagt zu haben. Dann habe ich ihm gesagt, das ist doch Schwachsinn. Ich sage, weißt du was, du bist ein toller Papa, du bist ein ganz toller Ehemann. Ich weiß, dass du auf der Arbeit was kannst, weil du bist der Mann, der hätte in Berlin bleiben sollen, also musst du was können. Ich sage, weißt du, wir kriegen das alles hin, so. Dann hat er mich angeguckt und gesagt, denkst du, du bist so stark? Also sind da schon ganz massive Selbstzweifel bei ihm? Ja, genau, ganz viele. Er war auch bei einem Psychologen in Behandlung, allerdings nur einmal, und der hat ihm gesagt, na, wenn sie einen Notfall werden, dann würden sie sich aufs Dach stellen. Was hat er gesagt? Wenn sie Notfall werden? Er hat gesagt, ich bin notfallig, er wollte irgendwas, das was ganz schnell passiert. Also er hat selber um Hilfe gerufen. Ja. Und der Psychologe gesagt, na, wenn sie Notfall wären, dann müssen Notfall heutzutage, dann müsste ich das Dach stellen. So lapidar abgetan, weißt du so. Als du die Nachricht bekommen hast, hast du das überhaupt geglaubt? Nee, ich glaub's ja bis jetzt noch nicht. Für mich ist der auf Dienstreise, also. Ich muss auch gar nicht, mach für mich auch ganz drastische Schritte, dass ich habe jetzt mit dem Chef besprochen eben, dass ich dahin darf, wo er runtergesprungen ist. Ich habe mit dem Bestatter besprochen, ob ich ihn nochmal sehen darf, weil ich kann das für mich nicht fassen. Achso, er ist noch nicht bestattet? Er ist noch nicht bestattet, nee. Wie kommt das? Ja, weil sie ihn in der Gerichtsmedizin immer noch haben. Ja, ja. Und du willst dir das antun, ihn nochmal zu sehen? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwas Greifbares, ich brauche einen Abschied, ich brauche irgendwas, das ich fassen kann. Für mich ist da einfach, jedes Klicken an der Tür bedeutet für mich, er kommt nach Hause. Verstehe. Hat denn jemand etwas gesagt oder dir einen Rat gegeben, ob es gut wäre, ihn nochmal zu sehen? Ist er denn so schwer verletzt, dass es vielleicht doch so ist? Ja, er hat es, die einzige Verletzung, die man sehen konnte, war ein offener Unterarmbruch. Ach so. Sonst war er völlig völlig unverletzt. Ach so. Ja, dann ist es vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn du so auf diese Weise auch Abschied von ihm nehmen kannst. Heißt das, dass du auch große Angst, sehr große Angst hast vor der Beerdigung? Ja. Ja, ganz bestimmt. Weil ich denke, das wird der schlimmste Tag in meinem Leben. Das glaube ich, ja. Ja. Jetzt hast du die Sendung Ich bin schuld an deinem Schicksal, und du hast es gerade einleitend auch so gesagt, dass du dir Vorwürfe machst, du hast etwas übersehen. Ja, ich denke, vielleicht habe ich nicht zwischen den Zeilen gelesen, weißt du? Aber andererseits, weißt du, Jeanette, wie alt war dein Mann? 43. Ne? Er war ein erwachsener Mensch. Er hätte ja vielleicht auch mal mehr den Mund auftun können. Ja, das war auch so, das haben wir im Nachhinein im Freundeskreis erst festgestellt, dass viele gesagt haben, naja, wir haben ja versucht mit ihm zu reden und wir haben ja versucht, ihn aus dem Tief zu holen. Der hat ja gar nicht mehr zugehört. Also anscheinend hat er irgendwo zugehört, aber ich habe das nicht bemerkt. Und ich liege neben dem und denke so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man in deiner Situation jetzt natürlich sich Vorwürfe macht. Und man denkt, ja natürlich, man denkt, hätte ich doch bloß da mal ein bisschen mehr nachgehakt, hätte ich ihn da zum Psychologen gezogen und sowas alles. Finde ich völlig normal, auch nachvollziehbar. Aber von der anderen Seite, ich sag dir das jetzt mal als fremde, neutrale, objektive Person. Er ist ein erwachsener Mensch gewesen. Er ist Herr seiner selbst gewesen. Er wusste auch, was er euch antut. Das ist eben genau, wo ich mir so sage, ich kann das ja nicht erklären, das ist ganz komisch. Die Kripo war bei mir und hat mir das erzählt und ich habe
seit diesem Tag, also nicht, man würde ja erwarten, da kommt jetzt irgendein Riesenzusammenbruch oder so. Mhm. Und der war von Anfang an nicht da, weil ich mir gesagt habe, okay, ich habe in der Ehe, haben wir die Entscheidung immer von dem anderen getragen, wenn das seine letzte Entscheidung war, dann trage ich auch die. Mhm. Natürlich, mir fällt es unendlich schwer und er fehlt an allen Ecken und Kanten. Ja, aber ich meine, wollte darauf hinaus, dass er natürlich letztendlich selbst dafür verantwortlich ist, was er da getan hat. Naja, genau. Er ist selbst verantwortlich. Und es bleibt natürlich immer so ein übler Beigeschmack, dass man denkt, okay, vielleicht hat er große, schwerwiegende Probleme. Aber er hat auch auf der anderen Seite Verantwortung für seine Familie und für seine Frau, für seine Kinder. Und er hat einfach sein Leben weggeworfen. Ja, richtig. Sodass die Schuldfrage, also so wie du es mir jetzt geschildert hast, wirklich nicht bei dir liegt, obwohl es sehr menschlich ist und allzu menschlich, dass du dir diese Gedanken machst. Zumal du auch noch vollkommen unter Schock stehst, das höre ich ja auch. Ja, das höre ich ja. Du redest ja ganz normal, als würdest du über irgendwas reden. Aber das ist ganz normal bei Menschen, die sowas Schlimmes erfahren haben. Mhm. Du sagst ja, das ist für dich völlig irreal, ne? Dass er tot ist. Ja, absolut. Insofern finde ich wirklich diese Überlegung nicht falsch von dir, dass du persönlich von ihm Abschied nimmst und ihn auch nochmal anschaust. Das gibt dir Realität für die ganzen Vorgänge. Ja, genau. Ja. Jetzt ist es für mich wie, als wenn mir ein anderer das erzählen würde, als wenn es ein Film wäre, ne? So. Hast du denn in deinem Umfeld Menschen, mit denen du viel reden kannst? Ich habe die ganze letzte Woche nichts anderes getan. Ja, das ist richtig so. Ja, also von meiner Schwester, der Freund, der ist Psychologe, der hat gesagt, naja, da gibt eben andere, also jeder trauert anders. Und ich quatsche halt jeden so lange die Ohren voll, bis sie ihm glühen. Ne? Ich muss immer reden über ihn. Solange ich über ihn rede, ist er für mich... Ja, das ist auch sehr richtig so. Ich kann dir von meiner Seite aus und auch im Rahmen eines solchen kleinen Gespräches hier nur sagen, dass ich die Schuld bei dir wirklich nicht sehe. Wirklich nicht sehe. Ich möchte dir aber auch gerne noch anbieten, dass du jetzt noch weiter mit meinem Psychologen redest. Ist okay. Gut, dann legst du auf und der Peter, so heißt mein Psychologe, ruft dich an. Alles klar, ich danke dir. Ich wünsche dir für die schwere Zeit, die vor dir liegt, sehr viel Kraft. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Wenn ihr das sagt, wenn ihr das über eine Person sagt, wo ihr vielleicht irgendetwas angestellt habt oder meint angestellt zu haben, was sehr schlimm ist, was sehr gravierend ist, sehr einschneidend ist, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder e-mailt unter domian@wdr.de. Und hier ist Stefan. Stefan ist 23 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo Domian. Du sagst auch, ich bin schuld an einem Schicksal, an einem bestimmten Schicksal. Das ist richtig, ja. Was ist das genau? Ich bin schuld an einem Schicksal von einem mittlerweile 15-jährigen Jungen, den ich vor 3 Jahren sexuell missbraucht habe. Vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren, ja. Mhm. Was hast du gemacht? Ich habe ihn an 2 verschiedenen Gelegenheiten seine Geschlechtsteile berührt, um ihn sexuell zu stimulieren, sage ich mal. Das waren die beiden Taten, die ich eben für die ich auch verurteilt wurde. Mhm. Du bist verurteilt worden zu was? Ich war damals selber noch heranwachsender, ich bin jetzt 23, vor 3 Jahren war ich noch 20. Zum Tatzeitpunkt war ich zwischen 19 und 20, wurde deswegen noch als Heranwachsender behandelt und habe im Nachhinein, muss ich sagen, nur die Auflage bekommen, eine Therapie zu machen, mehr nicht, weil ich selbst geständig war. Ich bin selbst zur Polizei gegangen, ich habe zwar schon die Anzeige bekommen, aber bin dann selbst zur Polizei hin, ohne Vorladung eines Briefes und habe eine Aussage gemacht, war eben auch geständig und habe eben die Auflage bekommen, auch auf eigenen Wunsch eine Therapie zu machen. Wie lange dauerte die Therapie oder dauert die noch an? Sie dauert noch an, die Therapie, und zum Glück dauert sie noch an. Also ich bin zwar mittlerweile drüber hinweg, von meinem Objektiv oder von meinem subjektiven Standpunkt aus, aber möchte trotzdem ganz gerne Therapie weiterführen, weil es da immer noch... Also ich bin darüber hinweg, heißt, dass du das Bedürfnis nicht mehr hast, mit Kindern, mit Jungs in sexuellen Kontakt zu kommen. Richtig, genau, weil ich jetzt verstanden habe, dass ich da mit Kindern nichts Gutes tue, sondern ganz im Gegenteil. Damals, als das passiert ist mit dem 15-jährigen, damals 15-jährigen Jungen... Nee, der ist jetzt 15. Ach, genau, der war damals... 12 Uhr ungefähr. Wie hast du den und wo hast du den kennengelernt? Ja, den habe ich kennengelernt über einen guten Freund. Also jetzt wird etwas ausführlich. Ein guter Freund, dessen Eltern, die hatten Freunde. Das waren die Eltern von dem Jungen. Und zu denen habe ich dann irgendwie einen regen Kontakt aufgebaut. Und dann kamen die irgendwann auf die Idee, naja, wenn wir was unternehmen, können wir ja mal unseren Sohn und Mann bei dir lassen. Hast du den Kontakt gezielt aufgebaut? Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Früher war mir das nicht so ganz bewusst. Aber im Nachhinein muss man sagen, doch, also da haben schon, ob im Unterbewusstsein oder was anderes, aber da haben schon gezielte Kräfte gewirkt. Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Also hätte ich mir früher nicht eingestanden, aber hätte ich mir in die eigene Tasche gelogen. Du sagst, du hast dich selbst bei der Polizei gemeldet. Ja, richtig. Wie lange nach der Tat?
das war ja das Gravierende an der ganzen Geschichte, wo ich mir jetzt auch selber Vorwürfe mache. Der Junge hat sich erst geöffnet, ein Jahr später, gegenüber seiner Mutter. Er hat es verschwiegen auf der einen Seite, weil auch ich muss ihm auch die Schuld geben, wie ich gesagt habe, wenn du deiner Mutter das erzählst oder deinem Vater, kriege ich Ärger. Und dann halt war er eigentlich in der Bredouille gewesen. Also ja, wenn er es seiner Mutter erzählt, natürlich, er verliert einen Freund und irgendwo, also das war ziemlich heftig. Ja, das ist ja das Übliche, was immer passiert. Und das, was schlimmer bei ihm ist. Also lag dann ein Jahr dazwischen oder wie? Es lag ein Jahr dazwischen, dann hat er sich geöffnet gegenüber der Mutter und dann habe ich erfahren, dass sie eine Anzeige gemacht hat und dann dachte ich, bevor die Polizei, sie wird sich sowieso bei mir melden, bin ich dann gleich zur Polizei hin und habe dann eben gesagt, ich muss hier eine Aussage machen, weil ich... Stopp mal. Das heißt, also es klang gerade am Anfang ein bisschen netter, was deine Person anbelangt, dass du selbst eigeninitiativ zur Polizei gegangen bist. Aber sie kam mir zuvor, sagen wir mal so. Also okay. Ich kam mir zuvor, okay. Das ist passiert. Aber immerhin ist ein Jahr verstrichen. Ne? Richtig, genau. Und wenn die Frau nicht aktiv geworden wäre, hättest du es vielleicht nicht gemacht. Und ich bin im Endeffekt froh, dass der Junge geredet hat. Mhm. Weil ich hätte selber, ich glaube, meine eigene Scham oder meine eigene Angst nicht überwinden können, irgendwo hinzugehen und was zu sagen. Das heißt, die ganze Sache musste erst auffliegen, damit ich ihm selber auch den Mut gefunden habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich im Endeffekt auch dankbar dafür. Wie kommt es denn, dass es nur in dicken Anführungszeichen zu zwei, ne? Du hast zwei Übergriffen gekommen ist? Genau, ja. Wie es dazu gekommen ist? Nein, dass es nur zu zwei gekommen ist. Weil bei mir ist das auch so, ich hätte niemals irgendwo Gewalt angewandt. Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Antworte mal konkret. Also immerhin lag da ein ganzes Jahr dazwischen, bevor die Polizei eingeschaltet wurde. Genau. Du hast, es gab sexuelle Kontakte zwischen dir und dem Kind zweimal. Ja. Warum gab es nicht noch mehr Kontakte? Weil ich selber gemerkt habe, er wollte es nicht und dann habe ich ihn auch in Ruhe gelassen. Ach so. Darum geht es einfach. So, jetzt bist du verurteilt worden zu einer Therapie. Richtig. Findest du dieses Urteil okay? Schwer zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass mir auch eine Therapie aufgedrückt wurde. Kann aber auch sicherlich verstehen oder denke sicherlich, dass die Familie, die das betrifft, oder der Junge auch sicherlich mehr erwartet hätten. Also von daher finde ich es für die Familie vielleicht als Genugtuung nicht ganz okay. Wobei ich im Nachhinein weiß, dass das Ziel der Mutter auch nur gewesen ist, gerichtlich durchzusetzen, dass ich eine Therapie machen muss. Weil sie hat zwar gewusst, ich würde eine Therapie selber machen, aber wollte eben sicher gehen, dass ich eine Therapie mache. Sie wollte eigentlich nicht mehr, außer zu wissen, das passiert nicht nochmal. Gab es jetzt im Nachhinein irgendwie mal Kontakt zu den Eltern? Hast du dich da irgendwie entschuldigt oder ist irgendwie da eine Kommunikation stattgefunden? Ich würde gerne, aber ich habe auch mit meinem Therapeuten eine Rücksprache gehalten. Da sind wir noch am Arbeiten, wie wir das machen, weil das eben auch immer Wunden aufreißt. Mhm. Die Therapeuten sind momentan noch am Arbeiten, weil es eben doch darum geht, eben wie man bestimmte Dinge ausdrückt, ohne eben, also dass man nicht anfängt im Reden wieder die Schuld auf ihn abzuladen, sondern wirklich sich so auszudrücken, einzugestehen, dass man selber die Schuld hat und nichts anderes. Weißt du, hast du irgendwelche Informationen, wie es dem Jungen, der mittlerweile 15 ist, wie du sagst, wie es dem geht und wie es dem ergangen ist? Ja, das ist eben das Schlimme. Ich habe im Nachhinein erfahren, weil ich noch Kontakt nach wie vor habe zu Verwandten von ihm. Zu ihm selber habe ich keinen Kontakt mehr, also ich habe das schon vorher erfahren auch von der Mutter, er hat sich zurückgezogen, bevor ihm die Sache aufgeflogen ist, er hat sich zurückgezogen, ist schlechter geworden in der Schule, er hat Angst gehabt, alleine zu Hause zu sein und solche Sachen, das war ziemlich gravierend, hat ihm überhaupt ein ziemlich großes Schamgefühl entwickelt. Ja, aber nachdem es dann nun ausgesprochen wurde, wie aktuell beispielsweise, wie geht es ihm jetzt, weißt du das? Das weiß ich leider nicht, also ich habe auch nicht mehr nachgefragt, weil irgendwo... Ich weiß manchmal nicht, ob ich es immer wieder aufreißen soll, das Thema. Soweit ich aber erfahren habe, es geht ihm wohl mittlerweile gut oder besser. Ja. Was denkst du, du bist heute nur 23 Jahre alt, was denkst du über das, was du getan hast? Was denkst du über dich und deine Veranlagung? Ja, also was ich darüber denke, ist auf jeden Fall, dass das, was ich damals gedacht habe, was mich zu den Taten führt, von wegen ich tue dem Jungen was Gutes, ich zeige ihm was vielleicht viel spannend ist, ist total verkehrt. Weil einfach, das passt einfach nicht zusammen. Da steht ein Erwachsener, da steht ein Junge, das passt überhaupt nicht zusammen. Warum da kann meinst keine du? Sexualität und gar nichts stattfinden. Also ja, warum meinst du, passt das nicht zusammen? Weil kindliche Sexualität und Erwachsenensexualität ganz anders funktioniert. Mhm. Kinder versuchen sich vielleicht zu entdecken, Erwachsene sind da sehr bestimmt und vor allen Dingen kriegen Kinder da Angst. Denn wenn Erwachsenen erleben in sexueller Erregung, der völlig unkontrolliert ist, die kriegen da Angst irgendwo. Weil natürlich die Machtverhältnisse ganz anders. Wie hast du das denn, bist du schon mehrere Jahre vorher, bevor du das gemacht hast, hast du das schon gewittert in dir, dass du auf Kinder, auf kleine Jungs stehst? Also die Sache war so,
dass ich, also wie das zustande kam, ich hatte damals, als ich selber 11, 12 gewesen bin, mein Bruder ist 14, ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich, der hatte angefangen dann, also so, hat mir erzählt, ja, Selbstbefriedigung und so weiter, dann ging das auch so, dass wir uns gegenseitig selbst befriedigt haben und das ging über eine ganze Weile, über 3 Jahre und das habe ich irgendwo als angenehme Erfahrung für mich selber zurückbehalten, weil einfach das war so nichts Schlimmes, der war 2 Jahre älter als ich, dann habe ich das aber später umprojiziert, als ich selber 20 war und dachte, naja, wenn ich das jetzt mit kleinen Jungen mache, vielleicht stört ihr das auch nicht, vielleicht findet ihr das auch ganz spannend, nur dass der Unterschied eben war, mein Bruder war 2 Jahre von mir entfernt, ich war 8 Jahre natürlich, von dem Jungen entfernt. Würdest du sagen, dass du, ich meine, du hast es im Prinzip gerade ja schon so ausgedrückt, aber ich lege es jetzt noch konkreter formuliert dir vor, dass du das sehr bereust, was du da gemacht hast? Auf jeden Fall sehr, dass es dir sehr leid tut? Sehr, sehr leid, ja, sehr, sehr leid. Und irgendwie... Und man nur hoffen kann, dass der Junge, dass er entsprechend psychologisch behandelt wird und dass das nicht zu großen Schaden bedeutete für den Jungen. Richtig, jetzt bist du seit einigen Jahren in dieser Therapie. Seit 2 Jahren. Die läuft, wie läuft das? Einmal in der Woche gehst du dahin? Das ist, glaube ich, einmal in der Woche, genau. Ja, das war am Anfang eine Einzeltherapie, ist mittlerweile eine Gruppentherapie, wo ich mit mehreren Männern sitze. Wie hast du jetzt deine Sexualität, wie würdest du deine Sexualität definieren? Bist du schwul? Ich bin, das Eigenartige daran ist, dass meine Therapeuten am Anfang mir auch nicht geglaubt haben, mittlerweile glauben, ich bin heterosexuell. Das ist wirklich so. Also ich habe an erwachsenen Männern überhaupt gar kein Interesse. Das ist wirklich einfach nur das, dass ich eben immer noch das als zurückbehalten habe. Sozusagen, ich habe in meiner Sexualität bis vor einigen Jahren oder bis vor einigen Monaten immer noch sozusagen in meiner früheren Welt gelebt, mit meinem Bruder zusammen. Das heißt sozusagen, war nur auf Jungs fixiert. Ich habe noch keine Erfahrung gemacht mit Frauen, auch bis heute noch nicht. Achso, du hast gesagt, da gibt es keine... Außer der Erfahrung mit deinem Bruder und mit dem Kind gibt es keine sexuellen Erfahrungen. Richtig, genau, ja. Und warum glaubst du dann heterosexuell zu sein? Weil ich das merke, weil ich habe auch schon mal versucht, bewusst mir Männer anzugucken oder Jungs in meinem Alter, auf der Straße, auch auf Anraten meiner Therapeuten und zu schauen, ob die irgendwie sexuell auf mich wirken, ob ich die anziehe finde oder so. Ja. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Aber an was denkst du denn, wenn du onanierst? Da denke ich an Frauen. Bis vor Monaten habe ich an Kinder gedacht, mittlerweile denke ich an Frauen. Und dass du jetzt nicht mehr an Kinder denkst, würdest du sagen, das ist schon ein Erfolg der Therapie? Auf jeden Fall, weil ich gelernt habe, dass ich damit Kindern nichts Gutes, sondern was Schlechtes tue. Gab es denn innerhalb dieser Therapiezeit ab und zu doch so Momente, wo das wieder so hochkam? Oder? Sicherlich, am Anfang war das ganz extrem. Sicherlich, weil auch viele Sachen aufgerissen wurden. Ich sag mal ungefähr, es hat bestimmt ein Jahr gedauert in der Therapie, bis das wirklich erstmal anfing zu wirken alles, also bis das nachwirken konnte. Das ist immer wieder aufgerissen. Nur jetzt wirklich seit ungefähr einem guten halben Jahr habe ich wirklich komplett Ruhe davor vor dem Thema. Und das macht mich auch selber ganz froh. Du bist verurteilt, du stehst ganz reuig dem gegenüber, was du getan hast. Ja. Und du hast für dich das Gefühl, dass du das im Griff hast und eventuell oder hoffentlich bald dann auch eine normale Sexualität leben wirst können. Richtig, genau. Und die Sache ist eben doch die, ich möchte eben erstmal selber mein eigenes Leben in den Griff bekommen, bevor ich mir noch eine Verantwortung aufnehme, indem ich jetzt noch eine Partnerin zum Beispiel mit zulege. Darum geht es mir einfach im Moment. Wie hat denn eigentlich dein Umfeld, Freunde, Verwandte, Eltern reagiert, als das rauskam? Das war ziemlich heftig. Also es war heftig in dem Sinne, dass ich mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet habe. Ich habe meinen Freundes- und Bekanntenkreis immer noch so, wie ich ihn habe. Ich habe einem sehr guten Freund von mir davon erzählt, einem befreundeten Ehepaar und meinen Eltern. Und die haben alle sehr... Weil ich auch eben gesehen habe, wie ich mit dem Thema umgegangen bin, haben alle sehr nicht verständnisvoll reagiert, das ganz im Gegenteil, das nicht, aber haben eben mich eben auch nicht weggestoßen, sondern haben versucht, haben gefragt, wo können wir dir helfen? Wie können wir dir helfen? Jetzt wollen wir hoffen, dass dem Jungen auch geholfen wurde. Auf jeden Fall, ja. Das soll jetzt nicht untergehen in dem Gespräch, weil wir sehr viel über dich jetzt gesprochen haben und wie du dir selbst hilfst, was ja auch sehr, sehr richtig und sehr lobenswert ist. Ja. Hoffen wir, dass der Junge, dass das auch wieder im Lot ist. Ja. Und ich hoffe sehr, dass du dich auch noch weiter in den Griff bekommst und dann auch irgendwann eine Beziehung führen wirst können. Vielen Dank. Wenn ich noch was Kurzes sagen kann. Ja. Eine kurze Nachricht vielleicht an Leute, die jetzt vielleicht zugucken und ein ähnliches Problem haben oder was man wirklich verstehen sollte, man tut Kindern damit wirklich überhaupt nichts Gutes, nicht mal annähernd. Mhm. Ganz im Gegenteil, man tut ihnen nur Schlechtes und das sollten vielleicht auch die Personen begreifen. Den Kindern nur Schlechtes. Nur Schlechtes, ja. Absolut. Alles gut, Stefan. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50 und jetzt bin ich verbunden mit dem Michael. Michael ist 31, hallo. Ja, hallo. Hallo Michael, du bist schuld an einem Schicksal. Ich bin schuld an vielen Schicksalen in meinem Leben. Erzähl, was los ist und was da passiert ist, dass du an vielen Schicksalen schuld bist. Ich bin jahrelang in der rechtsradikalen Szene gewesen. Wie viele Jahre, von wann bis wann, wie alt warst du da, von welchem Lebensalter bis zu welchem? Reingekommen, als ich 14 war. Ja. Und habe das bis letztes Jahr oder bis vor anderthalb Jahren extrem betrieben. So lange? Ja. Was heißt rechtsextreme Szene? Warst du in einer Partei aktiv? Wir waren niemals in der Partei aktiv. Bei uns war es so, wir waren eine Wehrsportgruppe. Eine Wehrsportgruppe? Also es ging bei uns los, wir haben
in ganz Europa an Wehrsportübungen teilgenommen. Mhm. Und durch diese Verbindung, die ich hatte, habe ich viele Leute ins Verderben geschickt. Sag mal Beispiele, in welche Art von Verderben du die Menschen geschickt hast. Ich kann dir 5 Beispiele nennen, wo Leute heutzutage im Gefängnis sitzen, weil ich dran schuld bin. Warum sitzen die im Gefängnis? Weil ich den Leuten gesagt habe, diesen Weg, den ich damals hatte, ist der richtige Weg und ein Ausländer ist nichts wert. Was haben die Leute getan? Der eine sitzt wegen Totschlag im Gefängnis. Weil du ihn angestachelt hast dazu? Ja. Mhm. Und weiter? Ein anderer sitzt da wegen schwerer Körperverletzung, wegen Tragen verfassungswidriger Zeichen und halt dieser ganze rechtsradikale Kram. Da habe ich viele Leute reingebracht. Was hast du denn selbst persönlich getan? Ich könnte mir vorstellen, dass du selbst ja auch, außer dass du Leute angestachelt hast, etwas zu tun, hast du selbst auch was getan? Ja, leider. Was hast du getan? 18 Monate im Gefängnis. Wie viel? 18 Monate wegen Körperverletzung und Volksverhetzung. Das heißt, du hast Menschen oder Ausländer zusammengeschlagen? Ja. Leider. Leider. Heutzutage sage ich leider. Mhm. Ich bin selber heutzutage mit einer Ausländerin verheiratet. Ja. So lange, vom 14. fast bis zum 30. Lebensjahr, kann man ungefähr sagen, warst du in dieser rechten Szene aktiv. Warum dann der Gesinnungswandel? Wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Ich habe es für mich selber festgestellt, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe. Meine Frau hat einen großen Anteil daran. Meine Frau ist Ausländerin. Mhm. Woher kommt sie? Aus England. Gebürtige Engländerin. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe dann für mich selber gesagt, das kann nicht der Weg sein. Ich kann nicht eine Ausländerin lieben, aber Ausländer auch bekämpfen. Hättest du denn als Rechtsradikaler auch Engländer bekämpft? Das Schlimme war bei mir, ich war so fanatisch in meiner Einstellung. Ich habe alles bekämpft, was nicht deutsch war. Wie ist es zu dieser extremen Haltung gekommen bei dir? Wie bist du da reingeschlittert? Das ging los, wir sind auf Partys gewesen, wie wir es ja selber auch betrieben haben. Wir haben Leute kennengelernt, die haben wir mit auf Partys genommen. Am Anfang auf ganz normale Veranstaltungen, Sonnenwend feiern und sowas. Wo es absolut unpolitisch losging. Und da warst du ja ein Jugendlicher, kann man ja sagen. Ja. Je öfter die Leute kamen, desto extremer wurde das Gesinnungsgut. Ja? Also wir haben nicht von einem Tag auf den anderen die Leute bombardiert damit. Wir sind Stück für Stück an die Leute rangetreten und haben die ganz wirklich, so leid es mir tut, systematisch dazu erzogen. Verstehe. Aber meine Frage war ja gerade noch gewesen, wie man dich da reingezogen hat. Genau auf dem gleichen Weg. Auf dem gleichen Weg. Was war denn, es war keine Partei, es war eine Wehrsportgruppe, sagst du. Ja. Mit welchen Zielen hat man euch denn geködert oder mit welchen Zielen habt ihr später dann die anderen Leute herangezogen? Am Anfang war es ganz einfach so, dass wir gesagt haben, kommt einfach mit, wir haben unsere Partys, wir haben unseren Spaß. Ja? Damit ging das Ganze los, dann sind die Leute mitgekommen, weil sie Lust hatten auf Partys, auf Spaß, auf gute Laune. Okay, das ist so der Einstieg. So hat man es mit mir auch gemacht, es wurde immer extremer. Von Veranstaltung zu Veranstaltung wurde es extremer. Okay, was heißt denn extremer? Es wurde doch dann sicherlich politisch gesprochen und argumentiert. Es ging damit los, dass dann nach der 5., 6. Veranstaltung, das losging, so ein typisches Thema war damals die Judenfrage. Damit ging das los. Und ich war genauso dumm wie die Leute, die ich damals reingebracht habe, genauso dumm, dass ich gesagt habe, jawohl, die nehmen uns alles weg. Und auf den Weg hat man mich damals da reingebracht und so habe ich leider auch die Leute reingebracht. Ja. Wie hast du denn oder auch deine Kumpanen zu der Zeit gestanden, die hinter uns liegt, nämlich zur Nazi-Zeit und mit all dem damit verbundenen Elend und Unglück? Ja, heutzutage? Nee, nicht heutzutage. Wie hast du es damals gesehen? Damals habe ich es gesehen, dass das nicht alles böse sein kann, was damals war. Damit ging das Ganze los. Hast du es auch geleugnet, dass 6 Millionen Juden ermordet worden sind? Ja. Ganz klarer Fall. Weil ich immer gesagt habe, wir hatten unsere. Hier gerade um die Ecke haben wir Bergen-Belsen zum Beispiel. Das ist bei mir 30 Kilometer weg.
für uns war das einfach so, es kann gar nicht sein, dass da so und so viele Menschen gestorben sind. Mhm. Also ihr habt es geleugnet, habt gesagt, das ist eine Propaganda der Alliierten und weiß ich was. Genau so war es. Mhm. Wir haben ganz einfach gesagt, die Alliierten, wir wollen uns ein Diktat aufdrücken. Mhm. Das Diktat. Wie gelingt es denn, politisch zu argumentieren, wenn man sich auf ein Regime, eine Ideologie stützt, die dieses Land, das ist ja nicht zu bestreiten, in einen Abgrund gerissen hat? Ja, wir haben damit argumentiert, es gab in Deutschland 20 KZs offiziell, oder 21 waren es, und wir haben damit argumentiert, wie können 21 KZs über diese Dauer von 1941 oder 1940 bis 1945 so und so viele Menschen sterben? Okay, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, wie habt ihr argumentiert, dass ihr letztendlich eine Ideologie für gut gehalten habt, die ja dazu geführt hat, dass aufgrund des Zweiten Weltkrieges dieses Land, ich wiederhole nochmal die Formulierung, in den Abgrund gerissen hat? Das Problem war, wir haben die Leute mit dem urgermanischen, mit der Edda zum Beispiel, mit dieser germanischen Bibel, damit haben wir Leute geködert. Wir haben viele Leute zum Beispiel... Wie kann man all die Millionen ausblenden, die im Krieg ums Leben gekommen sind? Ja. Zum Beispiel? Das ist eben genau mein Problem. Heutzutage kriege ich das gar nicht mehr auf die Reihe, wie ich zu solcher Sache so extrem stehen konnte. Mhm. Ja? Jetzt bist du nach so vielen Jahren raus durch deine Freundin, die Engländerin ist. Ist das leicht gefallen? Oder haben dir deine Kumpels auch gedroht? Ich habe zum Beispiel regelmäßig Morddrohungen übers Handy, wenn ich durch die Straßen gehe. Das heißt immer wieder, da ist der Verräter. Mhm. Ich komme nicht kaum noch aus meiner Wohnung, ganz ehrlich. Mhm. Aber ich sage mir, wenn ich diesen Weg weitergehe, und ich hoffe, dass ich von den vielen Leuten, die ich in diese Szene reingebracht habe, zwei auf den richtigen Weg wiederführen kann, dann habe ich für mich persönlich zwar nur ein kleines Ziel erreicht, aber ich habe drei Leute gerettet vor einem absoluten Verderben. Und du sagst, dass letztendlich wirklich deine Frau die Initialzündung war, dass du ihr das zu verdanken hast? Ganz klarer Fall, ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu eurer Gruppierung. Ja. Was war das Ziel, das politische Ziel auch dieser Gruppierung? Unser politisches Ziel war ganz einfach, die Regierung, im Endeffekt wirklich die Regierung zu stürzen, um einen Staat aufzubauen, der absolut hinter unseren Idealen steht. Mhm. Was habt ihr in eurer Freizeit, oder wenn ihr euch getroffen habt, was wurde dann getan? Ihr habt miteinander debattiert, was wurde noch getan? Wir hatten zum Beispiel Kameradschaftsabenden, hat sich das genannt. Mhm. Da haben wir die jungen Leute, die dazu kamen, dazu gebracht, Referate zu schreiben über die Zeit, über die deutsche Geschichte allgemein. Mhm. Und jedes Referat wurde ganz genau ausdebattiert, um den Leuten klarzumachen, das ist falsch oder das ist falsch. Wie viel wart ihr? Wie groß war diese Vereinigung? Oder ist sie immer noch? Wie viel? Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren da weg. Mhm. Ich kann sagen, als ich ausgestiegen bin, waren wir noch 160 Mann in Niedersachsen. In Niedersachsen. Aber du sagst, es gibt ein Netzwerk in ganz Deutschland oder gar ganz Europa. In ganz Europa. Die sich aber nicht an etablierte Parteien wie NPD oder so etwas andocken, sondern die sind eigenständig. Wir haben uns zum Beispiel niemals mit der NPD identifiziert. Wir haben uns eher mit solchen Parteien wie die Liga Nord in Italien identifiziert. Weil das eher unser Weg war. Das war dieser radikale Weg, den die zum Beispiel Liga Nord verfolgt hat. Mhm. Ja, das war... Hat ja gerade auch noch gefragt, was ihr sonst so getan habt. Du sagst, ihr habt Referate gehalten. Gab es auch so Aktionen, wo ihr dann gezielt in Städte gegangen seid, wo Ausländer sind, und habt Ausländer zusammengeschlagen, euch die ausgeguckt? Ja. Das ja. Wir waren zum Beispiel in Hoyerswerda damals dabei, als die Asylantenheime gebrannt haben. Mhm. Da waren wir dummerweise dabei, haben extrem Terror verbreitet. Also einige Leute von uns haben auch mitgeschmissen. Mhm. Die anderen Leute haben einfach die Straßen drumherum abgesichert, weil wir halt die Masse hatten. So, du bist ja nun auch verurteilt, du hast auch im Knast gesessen, hast du gerade gesagt. Dennoch bleibt natürlich eine große moralische Schuld auf dir kleben, wie du
es gerade auch formuliert hast. Und du sagtest gerade, wenn du nur ein, zwei Leute da rausholen kannst und auf einen anderen Weg führst, kannst du das nicht gut machen, was du angerichtet hast, aber es ist immerhin etwas, was du gut machen kannst. Richtig. Mhm. Wenn ich es heute schaffe, ein, zwei, vielleicht drei Leute aus dieser Szene rauszuziehen, die anfangen wieder normal zu denken. Ja. Das ist ein extremer Weg. Wobei das, glaube ich, sehr schwierig ist, Zugang zu denen zu finden, weil du bist ja der Verräter. Wie kannst du mit denen kommunizieren, ohne nicht selbst Angst um Leib und Leben zu haben und so weiter? Ich habe mir, so doof das klingt, ich ziehe jetzt auf meine Art genau den gleichen Weg durch, den ich damals durchgezogen habe. Ich greife in das schwächste Glied und versuche gerade das schwächste Glied rauszuziehen. Mhm. Und es gibt immer wieder, so doof das klingt, es gibt immer wieder ein schwächeres Glied, was ich rausziehen kann oder was ich hoffe rausziehen zu können. Um es dann umzustimmen. Um das wieder, um dieses schwache Glied wieder auf den normalen Weg zu führen. Also, ich finde erschütternd und sehr schlimm, was du getan hast all die Jahre. Ja. Und das ist natürlich eine große Schuld, die auf dir lastet. Aber ich finde auch wiederum beachtlich, dass du, wenn auch mit Hilfe deiner Freundin, es geschafft hast, dich da rauszuziehen, selbst herauszuziehen. Und habe auch Respekt jetzt vor deiner Haltung und vor allen Dingen auch vor deinem Engagement, zumindest etwas Gutes jetzt noch zu bewirken und der Leute versuchen, wieder zurückzuholen. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute dabei. Alles klar, wünsche ich euch auch für eure Sendung. Ja? Dankeschön, Michael, auf Wiederhören. Jo, tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domien@wdr.de. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Hier ist Silke. Silke ist 36 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Hallo, Silke. Ja, ich bin schuld an dem Schicksal meiner Schwester. Was ist passiert? Ja, meiner Schwester wurde das Kind weggenommen, weil ich beim Jugendamt angerufen habe. Ich muss dazu sagen, meine Schwester und mein Schwager sind seit mehreren Jahren schwer alkoholkrank. Und meine Schwester hat mir das Öfteren am Telefon in letzter Zeit gesagt, dass mein Schwager die 7-jährige Tochter sexuell missbraucht. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll zu mir kommen oder ich hole sie, irgendwie schaffe ich das schon. Aber sie hat nicht auf mich gehört und ich habe auch mit meinem Schwager gesprochen, er hat natürlich alles abgeleugnet. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und da habe ich beim Jugendamt angerufen. Ja. Und am Montag hat das Jugendamt mich zurückgerufen, also am Freitag hat das Jugendamt mich zurückgerufen und mir gesagt, dass sie das Kind da rausgeholt haben, dass die Familie bekannt war und dass das Sorgerecht erstmal entzogen worden ist. Die Kleine ist jetzt in einem Pflegeheim. Ja, und am Montag hat meine Schwester mich angerufen und hat gesagt, ich bin schuld, dass ihre Familie kaputt geht. Obwohl die Schwester dich vorher angerufen hat, immer wieder, und hat gesagt, dass ihr Mann das Kind sexuell missbraucht. Ja, genau. Seit wann sagt sie das? Seit wann angeblich? Seit circa 3 Wochen. Ach so, 3 Wochen erst? Ja, genau. Also ich will das nicht runterspielen, aber das hat sie vor 3 Wochen zum ersten Mal dir gesagt. Ja, ich weiß auch, dass mein Schwager meine Schwester schlägt, massiv. Sie hatte auch schon Milzriss und all sowas. Und die beiden haben sehr, sehr große Probleme mit dem Alkohol. Ja. Das weiß ich auch. Als deine Schwester dich jetzt angerufen hat und hat dir quasi vorgeworfen, dass du die Familie zerstörst, ja. Hast du nicht gesagt, aber du hast mich da angerufen, dass das Kind sexuell missbraucht wird? Sie hat alles abgestritten dann. Ich muss dazu sagen, sie war auch nicht nüchtern, als sie mich angerufen hat. Und sie hat natürlich abgestritten. Aber es gibt doch wahrscheinlich, ich vermute mal, dass es nicht so ganz einfach ist, ein Kind aus einer Familie rauszuholen. Ja, Freunde und mein Mann, die sagen das auch. Also sie sagen so, dass das Jugendamt schon durchaus Belege hatte und dass man der Sache nachgegangen ist und dann auch, wieso ist das Kind nicht bei dir? Ja, wieso ist das Kind nicht bei mir? Wir wohnen sehr weit auseinander. Ich wohne in Schleswig-Holstein und meine Schwester in München. Ich bin nicht ganz gesund. Ich habe ein schweres Tumorleiden. Und deshalb bin ich seit längerem arbeitslos. Wir haben nur eine kleine Wohnung. Und mein Mann ist Alleinverdiener. Also war das kein Thema, dass das Kind zu euch kommt. Du kennst das Kind aber. Ja, ich bin die Patentante. Also ich habe auch zu meiner Schwester gesagt, wir nehmen euch auf, so schwer uns das fallen würde. Und ich würde auch das Kind nehmen für eine gewisse Zeit. Und sieht denn deine Schwester selbst, dass sie alkoholkrank ist? Nein. Dieses Alkoholproblem ist sowieso sehr groß in unserer Familie. Und deshalb, ich verstehe das alles nicht. Ich kann nicht verstehen, dass sie das so mitmacht, dass sie geschlagen wird, dass sie selber trinkt und all sowas. Du kannst natürlich,
sein, dass sie vielleicht im besoffenen Kopf auch Dinge gesagt hat, die nicht so stimmen. Kann sein. Andererseits glaube ich auch wiederum nicht, dass die Behörden so strikt durchgreifen, ja, wenn nicht auch Belege nach Prüfung vorliegen. Hm. Hm? Ja, schon, aber dieses Schuldgefühl in mir und immer dieser Satz, du bist schuld, dass meine Familie zerbricht, das geht einfach nicht aus mir raus. Wann hast du das letzte Mal diese Familie und das Kind gesehen und besucht? Oh, das ist 6 Jahre her. 6 Jahre? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Das heißt, du kennst das Mädchen gar nicht. Es ist so viel passiert in diesen 6 Jahren, dass das hört sich an wie ein Roman, aber erst ist unser Vater gestorben, dann hat mein Mann sich die Finger abgeschnitten auf der Arbeit, dann hatte ich diese schwere Tumorerkrankung, dann ist unsere Mutter gestorben, jetzt vor 3 Monaten ist unser Bruder gestorben. Aber selbst wenn unsere Mutter und unser Bruder stirbt, dann kommt die Familie auch eigentlich zusammen. Nein, die ist nicht gekommen. Mhm. Das ist auch Dennoch kommt es mir komisch vor, auch wenn schwere Schicksalsschläge da, bei euch vorzufinden sind. Es sind 6 Jahre, wo man sich doch mal besuchen kann. Das ist irgendwie immer wieder ist was dazwischen gekommen. Dann war ich sauer auf sie, dann war sie sauer auf mich. Und also ist das Verhältnis auch nicht so dolle? Nein. Nee. Also das ist von unserer Familie, also ich habe noch mehr Geschwister, ist das so, dass das... ja, ich die Einzige bin, die regelmäßig mit ihr telefoniert. Mhm. Immer und immer wieder. Ach so, das dann schon. Das heißt, über die Entfernung, Distanztelefon ist da schon ein relativ enger Kontakt. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Ich will mir das auch nicht antun, das bin ich ganz ehrlich. Als das letzte Mal da war, das war nur Geschrei, nur Trinkerei und sie hat unter sich gemacht und... Ja gut, das liegt aber schon 6 Jahre zurück. Das muss dann ja dann noch viel schlimmer geworden sein. Ja, mittlerweile. Ja. Das heißt definitiv, du bist die Patentante, kennst dieses Kind aber überhaupt nicht. Nein, so vom Sehen her nicht, nein. Das heißt, wir wissen jetzt auch gar nicht, was das mit dem... Ich meine, sie ist ein Mädchen, ist es, ne, sagst du? Ja. Ja. Mhm. Das ist ja natürlich für das Mädchen auch hochdramatisch, dass sie jetzt in ein Heim eingewiesen worden ist. Andererseits ist es vielleicht auch eine Rettung für das Kind, wenn es wirklich stimmt, was deine Schwester gesagt hat. Mhm. Wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen von deiner Meldung beim Jugendamt bis... dann das Kind wirklich da aus der Familie rausgeholt wurde? 3 Tage. Nur 3 Tage? Ja. Mhm. Das Jugendamt sagte mir damals auch, also ich bin gleich vermittelt worden und dass die Familie, die hatte schon die eigene Sachbearbeiterin und war schon alles bekannt und... Also das Jugendamt hat gesagt, dass dieser Fall... Also dass sie den sexuellen Missbrauch, das haben sie mir nicht gesagt, ob das bekannt ist. Aber die Familie ist bekannt und... da liegen schon einige Meldungen vor, weswegen jetzt genau haben die mir natürlich nicht gesagt, ne? Du weißt auch nicht, ob eingehende Untersuchungen vorgenommen worden sind? Sowas kriege ich nicht zu erfahren. Ja. Also bei meiner Schwester habe ich jetzt schon ein paar Mal angerufen, sie nimmt natürlich nicht ab. Ich kann es verstehen. Und also auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass du da jetzt zwiegespalten bist. Wiederum auf der anderen Seite finde ich auch, dass man initiativ werden sollte, unbedingt, wenn ein sexueller Missbrauch vermutet wird. Hm. Und die Behörden zu informieren, ist immer richtig. Hm. Da gibt's gar nichts zu reden. Und wenn die Behörden jetzt so schnell gehandelt haben, gehe ich auch davon aus, dass da wirklich Gefahr im Verzug war. Hm. Und vielleicht ist es wirklich das Allerbeste für das Kind, dass es jetzt Ruhe findet und sich vielleicht einleben kann, dort, wo es jetzt ist. Hm. Ist alles immer leicht gesagt, weiß ich. Aber wir wissen ja beide nicht, was für eine Hölle da vielleicht ist in der Familie. Ja. Das Kind ist das einzige Kind der beiden. Nein, die haben noch einen 17-jährigen Sohn, aber der lebt schon seit fast 2 Jahren bei seiner Freundin. Der will mit den Eltern und so auch nichts mehr zu tun haben. Hast du denn mit dem Kontakt ab und an? Nein, der will mit der ganzen Familie nichts zu tun haben. Der hat sich total abgenabelt. Der macht, ich weiß, dass er seine Lehre macht, dass er fleißig ist und dass es ihm sehr gut geht. Also kann man ja eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, dass du hast deine Pflicht getan? Wenn du nicht aktiv geworden wärst, hättest du dir vielleicht irgendwann auch massive Vorwürfe gemacht. Ne? Stell dir vor, deine Schwester sagt dir, das Kind wird von ihm sexuell missbraucht und du hättest nichts unternommen. Ja. Und das wäre vielleicht im Monat oder noch viel länger so weitergegangen und dann wäre es irgendwann rausgekommen. Insofern ist das schon in Ordnung. Natürlich ist es schwierig und schlimm, wenn deine Schwester dir jetzt da Vorhaltung macht. Es liegt aber auch wirklich an dem zerrütteten Verhältnis, was ihr habt, dass ihr nicht mal euch gegenüber sitzt und mal richtig normal eine Weile und lange reden könnt. Ja, also
Wir haben lange Telefonate gehabt. Telefonate, ja. Und ich habe auch immer wieder zu ihr gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, aber ich hol dich. Mhm. Du musst da weg von deinem Mann. Mhm. Und das geht so nicht weiter. Du gehst zugrunde. Aber sie hat alles ausgeschlagen. Mhm. Bin ich nachts Bahnhof, Hauptbahnhof Hamburg gefahren, 3 Nächte lang, weil wir verabredet waren. Mhm. Sie wollte kommen und ich habe alles Bahnhöfe abgeklappert, 3 Nächte lang und ich habe versucht, sie anzurufen, warum sie jetzt nicht gekommen ist um die Uhrzeit mit dem und dem Zug und sie ist überhaupt nicht rangegangen. Dann habe ich mir Sorgen gemacht, habe ich die Polizei angerufen und dann ist die da hingefahren und dann haben sie hat meine Schwester zu der Polizei gesagt, ich will mit der Scheißfamilie nichts mehr zu tun haben und so, ne? Also es ist alles irgendwie, alles kaputt, ne? Ja. Und alles fix und fertig und wenn der Alkohol da im Spiel ist. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, dass du da deine Pflicht getan hast. Wenn auch das alles immer sehr schwierig ist, aber wenn so ein Anruf kommt und so ein Hilferuf vielleicht auch kommt, und wie gesagt, es sind Leute eingeschaltet worden, die verantwortungsvoll mit solchen Dingen umgehen. Ich würde gerne dennoch, was für deine, da auch da dein schlechtes Gewissen anbelangt, dich doch nochmal an meinen Psychologen jetzt weiterverweisen. Das Verfahren ist so, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, ist in Ordnung. Ja? Mhm. Alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank, Domian. Auf Wiederschauen. Wiederhören. Rolf, 36 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Rolf. Ja, ich bin... Das Thema heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Ja. Über was wirst du reden? Ja, ich wollte mal nur sagen, dass ich fremdgegangen bin vor 9 Jahren, gerade im Anfang mit meiner Frau zusammen war. Mhm. Und sie daraufhin, nachdem ich ihr das gebeicht habe, aus dem Fenster gesprungen ist und seitdem im Rollstuhl sitzt. Wann hast du es ihr damals direkt danach gesagt? Ich habe es ihr direkt gesagt am gleichen Tag. Seid ihr jetzt noch zusammen? Wir sind mittlerweile seit 9 Jahren verheiratet. Ja. Deine Frau sitzt im Rollstuhl. Ja. Sie ist damals im Affekt, kann man das sagen, im Zorn, im Affekt aus dem Fenster gesprungen? Im besoffenen Kopf, ja. Im besoffenen Kopf? Ja. Wie viel Stockwerk? Das zweite Stockwerk, aber 6 Meter. Ja, das reicht schon. Das reicht Leichend. Schon. Das reicht schon. Parkhaus rein. Mhm. Du warst einmal fremdgegangen? Ich bin einmal fremdgegangen mit meiner Ex-Frau. Mhm. So, jetzt ist sowas Schlimmes passiert. Ja. Wie bewertest du das so im Nachhinein? Im Nachhinein? Bereust du es, dass du fremdgegangen bist? Bereust du es, dass du es überhaupt erzählt hast? Bereust du beides? Weder noch. Ich stehe einfach dazu, was ich getan habe. Ich stehe zu meiner Frau und ich liebe sie. Mhm. Und wir haben am letzten Freitag unseren 10-Jahres-Tag gehabt. Und, ich höre sie im Hintergrund, kann das sein? Ja, sie ist da. Schönen Gruß. Ja. Soll ich sie dir mal geben? Ja, ja bitte, ja, gerne. Hm? Einen Moment. Ja, gerne. Hallo Domian, kannst ja, mit, du mich hören? Ja, sehr gut. Wie heißt du? Andrea. Ja. Du warst damals besoffen, als du aus dem Fenster gesprungen bist. Ja, war ich tierisch enttäuscht und ich hatte es kam alles, was ich aufeinander an dem Tag. Ja. Und dann hat er war ja mein Freund damals, ja. Er hatte mir gesagt, dass er mit seiner Ex-Frau, darf ich das mal? Naja, ich habe ja hab das ja schon verstanden, was da passiert ist. Wie siehst du das denn heute? Ich könnte mich selber, also wenn ich könnte, in den Arsch treten. Mm-hmm. Du bist querschnittsgelähmt? Ja. Ja? Ja. Als dann hinterher die Diagnose klar war und du wusstest, was los war, war das noch so eine Überlegung, dass du sagst, egal, auch ich bin jetzt schwer verletzt und krank, ich verlasse den Typ, oder wolltest du dann doch wieder zu ihm zurück? Nee, war irgendwie total komisch. Damals war der Rolf ja noch mein Freund, den habe ich weggeschickt. Es reicht, ne? Ich sag, einer Behinderten brauchst du nicht zusammen. Aber er wollte dann. Ja, ja, klar. Ja. Ich wäre dir sehr dankbar, Andrea, wenn du mir den Rolf nochmal geben würdest. Den Rolf gebe ich dir. Dir wünsche ich alles Liebe von Herzen.
Ja, ich dir auch. Dankeschön, ja. Andrea. Tschüss. Da bin ich wieder. Du hast gerade was Interessantes, ich habe da die Ohren besonders aufgemacht. Du hast gesagt, ich bereue das weder noch. Ich bin fremdgegangen, das bereue ich nicht. Und ich bereue auch nicht, dass ich das meiner Freundin damals gesagt habe. Wie kommt es zu so einer klaren Haltung, wo du jetzt die Frau neben dir hast, die fast 10 Jahre schon im Rollstuhl sitzt? Wie komme ich dazu? Ich bin so ein Mensch, der zu dem steht, was er tut, was er macht und wie er lebt. Ja, hast du hinterher auch mal mit ihr gestritten und hast gesagt, wie könntest du so dämlich sein und aus dem Fenster springen? Natürlich. Natürlich habe ich sie öfter gefragt, wie sie so dämlich sein konnte. Ja. Gibt's natürlich keine klare Antwort drauf, aber immerhin bist du bei ihr geblieben und hast nicht das Handtuch gänzlich geworfen. Du hättest ja sagen können, nee. Also, um mal eins ganz klipp und klar zu sagen. Niemals aus Mitleid. Aus Liebe. Aus Liebe. Guter Satz. Die war vorher da, die war nachher da. Und wir haben uns dann in der Reha, haben wir uns mal 2 Tage Auszeit genommen. Und dann haben wir uns überlegt und wir haben es genau geschafft, ich glaube 36 Stunden. Dann waren wir wieder zusammen. Also es ist interessant, du sagst, ich bin da schuld, mit Anführungszeichen, an deinem Schicksal, aber ich stehe dazu, dass das so passiert ist. Ja, denn letztendlich bist du, du hast so gehandelt, ich habe dich nicht aus dem Fenster geworfen. Ja, das ist der große Unterschied, ne? Das wurde mir dann die letzten 8, 9 Jahre vorgeworfen, dass ich sie rausgeschmissen hätte von allen möglichen Menschen. Aber nicht von ihr persönlich? Nein, natürlich nicht. Wie sollte sie? Sie weiß doch, was sie gemacht hat. Genau, ja. Also, trotz dieses schweren Zwischenfalls seid ihr ein Paar geworden, ein Ehepaar und ihr liebt euch und ihr haltet zusammen. Ja, natürlich. Und das ist doch eigentlich trotz aller Traurigkeit auch eine sehr schöne Geschichte, eine sehr innige Geschichte. Ja, man muss auch allen anderen Leuten, die das durchmachen, und wir haben in der Reha so viele Menschen gesehen, die querschnittsgelähmt waren, weil sie anderen Menschen helfen wollten. Man muss denen mal Mut machen und sagen, dass es weitergeht. Ja. Auch wenn der Partner, und wir haben es auch oft gesehen, dass ein Partner ein Arschloch sein kann, aber trotzdem geht irgendwo immer weiter. Deshalb finde ich es schön, dass ihr durchgekommen seid und dass wir haben miteinander reden können, Rolf. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Grüße nochmal an Andrea. Mach ich. Tschüss. Dir auch. Ja, tschüss. Und tschüss. Melanie, 29 Jahre alt. Hallo Melanie. Hallo Domian. Was ist es bei dir, was du dir vorwirfst? Ich habe einen 7,5-jährigen Sohn und ich habe mich seit 2001 scheiden lassen. Und mein Sohn, der ist eben nicht mehr normal, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen. Was heißt das? Er ist jetzt aggressiv, sehr zornig geworden seit der Scheidung. Ja, seitdem ich mit ihm alleine wohne, ist das einfach nicht mehr mein Sohn, den ich vorher hatte. Der wollte vor kurzem, Anfang Mai, wollte der aus dem Obergeschoss auf dem Fenster springen. Und ich bin damit gar nicht mehr zurechtgekommen und habe dann daraufhin das Jugendamt eingeschaltet, dass die mir das Kind dann weggenommen haben, ins Heim gebracht haben. Das heißt, der Kleine ist jetzt im Kinderheim? Im Kinderheim erstmal, ja. Hast du ihn besucht? Ich darf ihn alle 2 Wochen sehen. Ich telefoniere alle 2 Tage mit ihm. Aber es ist unheimlich schwierig, mit meinem Kind überhaupt noch vernünftig zu sprechen, ne? Wie empfindet er es denn doch zu sein? Es geht ihm da einerseits ganz gut, sage ich mal so. Er hat viele Freunde gefunden, er kommt da unheimlich toll klar. Aber er ist sehr, sehr traurig, dass er da ist. Er möchte lieber nach Hause, zu mir. Warum, was ist denn deine These, warum ist das denn jetzt so passiert? Durch die Scheidung? Alles durch die Scheidung, erst durch die Trennung, dann durch die Scheidung. Und vorher war der Junge völlig normal? Ganz normal war der vorher. Warum denn gerade jetzt gleich diesen radikalen Schritt ins Heim? Warum bist du nicht zum Kinderpsychologen gegangen? Bin ich gegangen. Ich habe meinen Sohn auf 2-mal Spieltherapie setzen lassen, auf einer Warteliste. Es ist bis heute noch nichts gekommen, keine Zusage. Dann habe ich vom Jugendamt Erziehungshilfe bekommen. Das hat zwar gewirkt, aber so, mein Sohn hat sich leider nicht beruhigen lassen, sage ich mal. Ne? Das heißt, es gab nur eine Erziehungshilfe, da kommt dann jemand zu euch nach Hause? Genau, richtig. Es gab aber keine richtig professionelle psychologische Betreuung, Therapie oder irgend sowas? Nein. Das ist ja eigentlich schon sehr schlimm und sehr traurig. Das ist es auch. Aber verdammt traurig. Vor allem, ich trage so unheimliche Schuld mit mir herum.
Ich habe erstens mal seinen Vater genommen, weil ich mich scheiden lassen habe. Mhm. Die Scheidung ging von dir aus? Ging von mir aus, klar. Ich musste gehen mit meinem Sohn. Es ging nicht mehr. Weil ihr euch überhaupt nicht mehr verstanden habt? Weil er mich dermaßen geschlagen hatte. Mhm. Dermaßen sogar. Es ging einfach nicht Hat er das Kind auch geschlagen? Nein, das Kind hat das, nicht. Hat das Kind das mal mitbekommen? Dass oh, der hat alles mitbekommen. Der hat alles mitbekommen. Mhm. Alles. Mhm. Das heißt, das hat ja schon auch einen großen Schaden in seiner in seiner Seele verursacht. Richtig, richtig. Und dann kam noch die Trennung. Dann kam die Scheidung. Wie war denn sein Verhältnis zu dem Vater? Ganz toll, sage ich mal. Ja, ganz toll. Ganz toll. Gab es denn in der letzten Zeit oder gibt es jetzt auch noch Kontakt zwischen ihm und dem Vater? Ja, die gibt es alle 14 Tage mit ihm. Mhm. Das heißt, der Junge ist völlig verwirrt wahrscheinlich. Der ist total verwirrt. Der hat ein tolles Verhältnis zu dem Vater, aber der Papa schlägt die Mama und sieht, dass die Mama unglücklich ist und dann trennen die sich auch noch und dann ist alles zusammengebrochen. Ist alles zusammengebrochen. Mhm. Hat er denn jetzt in diesem Heim, in dem er ist, gibt es denn da eine ordentliche psychologische Betreuung oder ist es einfach nur ein Heim? Nee, Psychologen gibt's da gar nicht. Er hat zwar da eine Bezugsperson, mit denen er reden kann, aber er öffnet sich noch nicht. Mhm. Er ist einfach noch nicht so weit. Ich frage dich jetzt nochmal, kämpft man denn nicht als Mutter wie eine Löwin, dass man dieses Kind in eine ordentliche psychologische Betreuung bekommt, bevor man es weggibt in ein Heim? Und wie? Ich habe alles versucht, alles gemacht. Kann ich gar nicht glauben. Doch, ist so. Das Schlimme ist ja, ich habe nur Schuld eingeflößt bekommen von zig verschiedenen Stellen. Mhm. Die meisten Psychologen haben mich sogar hinterher für krank erklärt und nicht mein Kind. Mhm. Mich haben sie für aggressiv erklärt und nicht mein Kind. Also wie soll es jetzt weitergehen? Ist er da? Ist das eine vorübergehende Sache oder erstmal? Also meinerseits habe ich gesagt, das soll alles nur erstmal vorübergehend sein, bis das Kind sich erstmal beruhigt hat und dann weiter gucken, wie es weitergeht. Ich habe Erziehungsberatungsstellen aufgesucht, da gehe ich regelmäßig hin. Mhm. Ich selber habe eine Psychologin aufgesucht, da gehe ich hin. Ich wollte gerade sagen, man sollte das vielleicht gar nicht so wenig ernst nehmen, wenn man gesagt bekommt, sie sind auch dran schuld. Richtig, ne? Richtig. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht trage ich auch Schuld. Das tue ich auch. Ich tue auch was für mich und ich gehe auch in eine Therapie, eine Beratung. Mhm. Hast du natürlich gute Karten hinterher, wenn du den Jungen wiederhaben willst. Ja, wir hatten schon eine Gerichtsverhandlung. Da sollte beschlossen werden, wo das Kind jetzt im Endeffekt hinkommt. Mhm. Aber das Jugendamt hat gleich gesagt, nee, dieses Kind darf nicht mehr zur Mutter, da lebt es in Gefahr und die Mutter ist nicht zuverlässig, die vernachlässigt ihr Kind. Und das Jugendamt kann das im Endeffekt gar nicht behaupten, weil das Jugendamt nicht einmal bei mir zu Hause war, um so etwas behaupten zu können. Ne? Gibt es jetzt auch noch Kontakt zwischen dir und deinem Ex? Nein, gar nicht mehr. Mhm. Den vermeide ich extrem, weil erstens mal habe ich Angst vor ihm, extreme Angst. Das heißt, du weißt nicht, wie er darüber denkt, dass das Kind jetzt im Heim ist. Ich weiß es durch ein Gericht. Wir saßen ja beide im Gerichtssaal. Mhm. Und er gibt mir extrem die Schuld in allem, in allen Punkten, wo es nur geht. Also jetzt müsste die Fahrtrichtung für dich sein, erstmal wirklich das Optimale für dich selbst zu tun, damit du klar und gut dastehst und die Karten, gute Karten in der Hand hast. Ja, und dann wirklich alles, was nur irgend möglich ist, zu tun, damit der Junge nach Hause kommt. Ja. Ne? Ich bin dabei. Nur das Schlimme ist immer, es kommen immer wieder neue Vorwürfe mir gegenüber, sei es meiner Familie, sei es im Bekanntenkreis eben halt. Ne? Mhm. Und das geht dann alles zum Jugendamt. Ne? Meine Oma zum Beispiel, die hat schon mal einen Brief zum Jugendamt geschickt, das Kind sei unterernährt, das Kind sei bei mir nicht versorgt. Ja. Na gut, das wiegt natürlich schwer. Schwester erzählt im Jugendamt, mein Sohn wird Drogen bekommen von mir. Mhm. Ich bin keine Frau, die Drogen konsumiert, weder Alkohol säuft noch sonst irgendwas. Melanie, ich möchte einen Vorschlag machen, dass wir dich gleich nochmal anrufen, weil die Sendung jetzt sofort zu Ende ist. Ja. Und dann reden wir noch ein bisschen weiter, okay? Mhm, ist gut. Bis gleich. Okay. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Ich bin schuld an deinem Schicksal. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Zwei Uhr vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Hamburg. Bundeswirtschaftsminister Clement will offenbar die Höhe des Arbeitslosen